Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. Ja, dann würde ich doch sagen, wir beginnen einfach mal mit einem konkreten Beispiel. Wir führen also mal eine Kurvendiskussion von einer Exponentialfunktion durch. Ich lese gerade mal vor. F von x ist gleich 7x mal e hoch minus 2x. So, wir beginnen mit dem Definitionsbereich. Was war das nochmal? Das war das, was man für x einsetzen darf. Und normalerweise gilt da die Grundregel, dass man für x eben alles einsetzen darf. Deswegen d, der Definitionsbereich, ist gleich r, die reellen Zahlen. Wobei es da drei Ausnahmen gab. Und die Ausnahmen waren, zum einen, wenn x im Nenner steht, haben wir hier nicht. Zum anderen, wenn x bei einer Wurzel steht, haben wir hier auch nicht. Zum anderen, wenn x beim Logarithmus steht, auch das haben wir hier nicht. Also hier gilt tatsächlich die Regel, wenn keine der drei Ausnahmen zutrifft, dann ist der Definitionsbereich die reellen Zahlen, sprich alle Zahlen von minus unendlich bis plus unendlich. Für die Profis unter euch vielleicht noch folgende Anmerkung. Ich habe ja gerade erwähnt, dass eine Ausnahme eigentlich dann vorliegt, wenn x im Nenner steht. Und jetzt habe ich hier so flapsig gesagt, naja, x steht hier gar nicht im Nenner. Wenn wir uns die Funktionen ganz genau angucken, dann steht irgendwie x eigentlich doch im Nenner. Und zwar, was ist e hoch minus 2x? E hoch minus 2x ist eigentlich nichts anderes als 1 durch e hoch 2x. Auch hier haben wir wieder eine Potenzregel angewendet. Warum haben wir hier an dieser Stelle kein Problem? X im Nenner ist ja immer genau dann ein Problem, wenn x den Nenner zu 0 machen würde. Jetzt haben wir vorher schon bei den Besonderheiten gesehen, dass e hoch was auch immer niemals 0 sein kann. Deswegen haben wir hier an dieser Stelle auch kein Problem, obwohl dieses x im Nenner steht. Aber das, wie gesagt, nur als Anmerkung wirklich für die Profis. Hier in diesem Fall gilt tatsächlich, d ist gleich r. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapper-Welt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao!